beleuchtet jetzt. So, dann müssen wir jetzt erstmal wieder Krempel ablagern. Alter. Das können wir aber jetzt hier bei Gerda machen. Weil die Sachen brauchen wir nicht mehr am Dom. Na, der Boden ist ja fertig. Weil wir haben ja hier dieses Prismarinziegel haben wir ja auch gebraucht für in der Mitte. Und weißt du, was ich jetzt mal mache? Optionen, Ressourcenpakete. Ist das für die 1,12? Ja. Dauert jetzt ein Sekündchen. Alles Müll zu Gerda in die Bude, genau. Ist ja kein Müll, Ist ja kein Müll. Bis du da an diese Steine mal rankommst, ey, alter Zinnober. Das hat Nerven gekostet, da kann ich dir sagen. So ein Ozeanmonument trockenlegen. Da bist du was dran. Da bist du was dran. Seelensand kommt jetzt mal hier hin. Oh, wir haben ja noch Nitterquarz. Das heißt, beim nächsten Mal kann ich. Dingens machen. Die Bar zu Ende machen. Zack. Perfekt. So, was wollte ich denn jetzt machen? Außer nur wegbringen. Habe ich hier noch irgendwas? Ah ja, meine Eimerchen. Die machen wir jetzt voll mit Wasser. Mach mal hier am Pool. Und dann. So, ihr zwei Hübschen, ich werde jetzt ins Bett gehen. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Ja, danke, Mama. Schön, dass du hier warst. Ich mache, wie gesagt, auch nicht mehr lang. Ich habe nämlich auch Hunger. Ich mache jetzt nur noch hier den Pool zu Ende und dann werde ich auch Schluss machen. Ich habe noch gar nicht zu Abend gegessen. Schön, dass du hier warst. Ei, Karamba. Der ist schön geworden. Der ist schön geworden. Und dann, ja, werde ich auch für heute Schluss machen. Kann man das mittlerweile von hier oben, dass der sich komplett füllt, oder muss ich wieder unten anfangen? sagte sie und spielte noch 2, 3, 4, 5 Stunden weiter. Oh. Stimmt ja, ich habe ja hier die Fackel. Ich hoffe, dass das wirklich bis nach unten hingeht. Weil das war ja bei Minecraft mal nämlich ein Bug. Das weiß ich noch. Da musste man erst unten die Fläche machen und dann konnte man oben die Fläche machen.
Na? Könnte eng werden. Aber schauen wir mal. Boah, manchmal möchte ich echt gerne in dieser Minecraft-Welt leben, ne? Das Herbstpack sieht so gut aus, ja. Ist von dem gleichen. Der hat auch noch ein Winterpack. Ich weiß nicht, ob du das letztes Jahr gesehen hast. Es gibt noch ein Winterpack von dem und ein Weihnachtspack. Das mache ich dann im Dezember wieder rein, das Weihnachtspack. Nee, ich habe noch Strömungen. Scheiße. Siehst du das? Hier sind noch überall Strömungen. Ja, ich benutze schon seit Jahren Zederkraft. Das macht zwar mein PC etwas langsamer, weil das ein 128er mal 128er Texture Pack ist. Ich fürchte, ich muss unten anfangen. Ja. So, und jetzt gucken wir noch mal. Alter, jetzt lass mich hier raus. Ich bin Arzt. Weiß gar nicht, hatte ich letztes Jahr Dezember schon gestreamt? Ich meine ja, ne? Da hatte ich da dieses Weihnachtspack drauf gehabt. Das sieht auch mega geil aus. Der hat mir auch schon mal geschrieben. Der von Cedarcraft. Fände ich total geil. Oh, nein. Dass er das auch toll findet und so, dass ich das Texture Pack und sowas bin. Ne? Also ich bin jetzt etwas mehr als 13 Monate bei euch. Okay, dann werde ich ja, denke ich mal. Da schon gestreamt haben. Okay, ich höre jetzt kein Dingens mehr. Monate, ja klar, dann muss ich Weihnachten. Ja klar, ich habe doch letztes Jahr das Weihnachtsspecial gehabt. Klar. Da hatte ich dieses Winter drauf gehabt. Das sieht auch unfassbar gut aus. So, jetzt füllt sich das Ganze aber so, wie es auch sich füllen soll.
Also man merke, erst unten machen und dann oben. Ja. Und die Bewegung ist normal, weil ich habe hier nee, ist nicht normal. Jetzt. Jetzt hat sie es beruhigt. Das ist durch die Shader-Mod. So, ein Wassereimer nehme ich mir immer mit. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Nehmen wir die erstmal. Dann die 53. So. Dann haben wir das hier schon mal. Und dann können wir das hier auch noch mal eben wegreißen. Das müssen wir hinterher hier künstlich anlegen. Weil ich möchte ja natürlich, dass die Landschaft, also die Umgebung, natürlich aussieht. Na, da müssen wir hinterher noch schön machen. So, das Ganze geht bis hierhin. Nein. Keine Fackel. Na? Und dann wird das noch ein Stückchen weitergehen, weil man muss ja, wenn mal wieder Monster an sein sollten, auch dran denken, wenn man hier sich bewegt, dann explodieren die. Gerade Creeper. Das heißt, wir müssen sogar noch zwei in die Breite. Und das soll es dann aber auch wirklich gewesen sein. Dann kommt hier nochmal Wiese hin. Hier. Und das ist aber jetzt hier das Grundstück dann. Und ich habe keine Schaufel mehr. Natürlich. Machen wir jetzt das letzte hier noch. Handverkloppung. Kein Thema. Oh nein. Ich will dich nicht. Hau ab. Ist schon krass, was man so an Erde kriegt, ey. Axt haben wir Gott sei Dank noch. So. Ne? Jetzt gucken. Hey. Gucken wir das noch von oben. Oh. Oh. Ja. Gut, dass da ein Pool ist. Geil. Hui. Oh, ist das schön? Ist das schön? Ja, halb überdacht und halb nicht überdacht. Ich glaube, ich werde oben tatsächlich das abreißen müssen. Weil halb überdacht bringt nichts und ich möchte es nicht komplett überdachen. Also das wäre dann sehr groß. Das würde ja dann bis hier hinten hingehen. Wäre dann schon sehr extrem und ich meine, unsere kleine Finca wird immer größer.
Aber ich bin froh, dass ich damit heute noch angefangen habe, weil beim nächsten Mal, wie hatte ich das eigentlich vorgehabt und so. Der ist auch richtig schön gewachsen. Nee, also ich glaube, ich werde die Terrasse tatsächlich komplett vernichten. Hier mache ich eine Türe rein. Hier. Ich weiß jetzt nicht, ob man hier irgendwo gespawnt ist. Wenn man hier spawnen sollte, dass man hier noch raus kann. Dass man nicht direkt eingekesselt ist. Von Erde und so, weil dann weiß man ja gar nicht, wohin. Und, ja. Nee, 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 dich will ich nicht. Jetzt mache ich doch Terraforming. Was ich eigentlich nicht wollte. Aber gut, jetzt werde ich aber wirklich die Aufnahme beenden. Die Aufnahme, den Stream. Na, hier muss ja auch noch angebaut werden. Hier ist echt noch einiges zu machen. Hier noch ein bisschen verschönern, ein bisschen erweitern. Und dann passt das auch wieder. Das soll sich hinterher schön mit der Landschaft dann einfügen. So, hier können wir noch ein bisschen was machen. Aber da lasse ich mir auch noch was einfallen. Naja, gucken wir mal beim nächsten Mal. So, liebe Leutchen. Das war's dann für heute. Wir sind ja jetzt auch ein paar Stündchen dran. 5 Stunden ist ja okay. Morgen, wie gesagt, auch wieder um 7:30. Allerdings erstmal Säulen der Erde. Und dann gucken wir mal, ob wir TM Nations mal zusammen nochmal zocken. Oder ein bisschen House Flipper. Ach, apropos House Flipper. Das kann ich noch gleich zeigen. Aber vorher bin ich für die Leute auf YouTube schon mal tschüss. Ich glaube, wenn das jetzt hier rauskommt, sind wir über 1000 Folgen auf YouTube. Minecraft. Über 1000 Folgen Minecraft. Und ja, ich verabschiede mich dann von euch und wir sehen uns dann morgen wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft. Gehabt euch wohl, machet jod, bis dahin. Tschüss. So, dann machen wir das mal hier. Gucken wir mal eben. Und zwar haben die für House Flipper Update. Wuhu! Und zwar Garten DLC coming to House Flipper. Das heißt, man kann hinterher auch die Gärten dekorieren, hoffe ich. Aber das ist gut. 27. haben wir ja heute. Ne, hatten wir. Hä? 27. Ne, war vor 2 Tagen. Auf jeden Fall kommt Garten dazu. Da freue ich mich schon mega drauf. Ja. Das wird mega geil. Weil das habe ich ja beim letzten Mal, ne? Als wir hier das pinke Haus hier hatten. Kannst dich doch dran erinnern, Yaugi? Da waren ja auch die Gartenmöbel draußen und die durftest du aber nicht anpacken, weil sonst hättest du nämlich die nicht mehr hinstellen können. Und mit dem Garten, das wird schon, kann ich mir geil vorstellen, weißt du, so Liegestühle und Sonnenschirmchen, oh geil. Das, boah, wenn das kommt, ey, ah! Ja, genau. Da waren die Stühle draußen, diese pinken. Boah, mega, 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 mega. Freue ich mich schon drauf. Das ist krass, ne? Am 5.7. habe ich das Spiel gekauft und ich habe schon 121 Spielstunden. Respekt. Ach so. Ja. Ja. Ne? Also, das wird auf jeden Fall kommen.
Und mal gucken, wie gesagt, morgen auf jeden Fall erstmal Säulen der Erde. Und weil sonst sind wir hinterher wieder zu sehr draußen. Weil jetzt kann ich mich noch so auch ein bisschen dran erinnern, was wir beim letzten Mal gemacht hatten und so. Einmal jetzt zu lange warten, da möchte ich nicht. Ja, läuft bei mir, ne? Und danach können wir gucken, House Flipper oder Team Nations. Und ja, damit würde ich dann den Stream für heute beenden. Ich habe echt einen Mordshunger. Und wir sehen uns dann morgen Abend wieder. Danke, dass ihr da wart, besonders du, Yogi. Bist echt eine ganz, ganz treue Seele. Und ja, wir sehen uns dann morgen wieder. Ich wünsche euch gleich eine wunderschöne und gute Nacht. Träumt was Gutes. Und ja, wir sehen uns dann morgen wieder. Macht es gut. Bis dahin. Ciao.